Und die Frauensprecherin der ÖVP ist bereits am Wort, Elisabeth Furtscheller. Ich kann Ihnen ganz genau erklären, warum wir Ihren Antrag nicht angenommen haben. Das hat nämlich Methode bei euch von der Opposition. Ich möchte jetzt nur einfach die Historie erzählen. Zeitverwendungsstudie. Wir haben ein Regierungsprogramm herausgebracht im Jänner 2020. In dem steht auf Seite 191, dass wir die Zeitverwendungsstudie beauftragen und umsetzen wollen. Was passiert? Die SPÖ stellt am 27.02.2020, also ungefähr einen Monat später, einen Antrag und will uns oder die Regierung beauftragen, eine Zeitverwendungsstudie umzusetzen. Jetzt frage mich, habt ihr keine anderen Ideen? Müsst ihr aus unserem Regierungsprogramm die ganze Zeit abschreiben? Ich glaube, das müsst ihr nicht. Das habt ihr nicht notwendig. Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Antrag auch nicht angenommen. Wir haben jetzt ein Jahr lang erklärt, dass die Studie beauftragt werden wird. Wir haben sie auch im Budget 2021 berücksichtigt. Auch danach habt ihr nicht aufgehört, uns ständig vorzuhalten, dass die Zeitverwendungsstudie noch nicht beauftragt worden ist. Wir haben euch erklärt, warum das seine Zeit dauert und jetzt kommt sie und deswegen haben wir diese Anträge jetzt abgelehnt. Es gibt euch immerhin die Chance, es jetzt hier im Plenum noch zu diskutieren. Also ich möchte euch ganz herzlich bitten, hört einfach auf, ständig aus unserem Regierungsprogramm Dinge abzuschreiben und dann so zu tun, als wären sie neu erfundene Forderungen von euch. Jetzt aber wirklich zum Thema. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, Hand aufs Herz, wenn ich Sie jetzt frage, was Sie in den letzten zwei Wochen alles getan haben, wie viel Zeit Sie für unterschiedliche Tätigkeiten aufgewendet haben. Ich glaube, Sie könnten alle nicht sozusagen aus dem Stegreif eine Antwort geben. Genau das sollten wir aber wissen. Wir sollten wissen, wer wann was gemacht hat, um evidenzbasierte Gleichstellungs-, Frauen- und Familienpolitik, Arbeitspolitik und vieles mehr umsetzen zu können. Deswegen braucht es so eine Zeitverwendungsstudie, eben um zu erheben, welche Tätigkeiten wer zu welchem Zeitpunkt und in welcher Größenordnung sozusagen ausführt. Das haben wir jetzt beauftragt. Die Statistik Austria wird im Herbst mit der Erhebung anfangen. Die Erhebung wird ein Jahr dauern und das Ergebnis wird dann Anfang 2023 präsentiert werden. Und das gibt uns die Möglichkeit, evidenzbasiert verschiedene politische Maßnahmen zu diskutieren und umzusetzen. Gerade, das hat die Kollegin Nussbaum schon gesagt, auch aufgrund der Pandemie sind ja die Diskussionen wieder verstärkt geworden. Darüber haben sich verstärkt, wer denn welche Arbeit in welchem Ausmaß ausführt. Da geht es natürlich hauptsächlich auch um die Familien- und Care-Arbeit. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Die letzte Zeitverwendungsstudie ist ja schon eine Zeit lang her, als sie erstellt worden ist. Das war in den Jahren 2008, 2009. Und mir ist noch ganz wichtig, einen Satz noch, Frau Präsidentin, zu ergänzen. Wir müssen das natürlich in Abstimmung mit den EU-Vorschriften oder mit den EU-Richtlinien tun, die kurz HETAS heißen. Es geht ja auch darum, dass wir innerhalb der EU-Länder vergleichen können. Das werden wir so jetzt machen, beziehungsweise die Statistik Austria. Und wie gesagt, wir freuen uns alle schon auf die Ergebnisse. Dankeschön. Welche Tätigkeiten übt wer in welcher Größenordnung in der Familie aus? Die Statistik Austria werde das ab Herbst mit einer Zeitverwendungsstudie herausfinden, sagt Elisabeth Furtscheller. Sie ist ÖVP-Frauensprecherin. Ein Jahr soll diese Studie laufen, dann gibt es Ergebnisse.